Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Easy Classics. Gerade aktuell mit doppelt Geld in HP, Folge 2. Ich habe mir doch mal jetzt überlegt, komm, wir machen einfach eine Serie, die nennt sich GTA 5 Stuntrennen, Folge 1 bis keine Ahnung was. Mal schauen, wo wir letztendlich landen. Wie oft werde ich mir hier diese Rennen geben? Gerade nicht nur, weil sie generell doppelt Geld in HP mäßig sind, sondern allgemein bezogen auf die komplette Zeit, seit so lange wie ich GTA spiele. Auf der PlayStation 4 waren das irgendwann mal, glaube ich, gewonnene 50 Rennen gewonnen, 300 oder 400 verlorene Rennen. Demzufolge kann das hier nur interessant werden. Was nicht heißen soll, dass es nur Stuntrennen geben soll, das möchte ich gar nicht sagen, sondern wir werden auch noch die ganzen anderen schönen Missionen machen, die wir hier haben. Aber momentan fehlt mir einfach das Geld und das nötige Level dafür, um dieses hier einfach abschließen zu können, beispielsweise kaufen zu können. Ich wollte eine normale Mission machen. Ja, ist entweder ein CRO erforderlich oder es fehlt an irgendwelchen anderen Ecken und Kanten. Natürlich gibt es auch einfach normale Missionen wie dieser Agent, aber vergebens habe ich vor eine halbe Stunde lang Menschen gesucht, die das mit mir spielen wollten. Keiner ist leider reingekommen. Wenn ihr Bock haben solltet, mit mir dieses Ganze hier spielen zu können, dann sendet mir doch gerne eine Freundesanfrage. Dann können wir das Ganze hier spielen oder kommt gerne in meinen Live. Ab 22 Uhr bin ich abends immer live auf meinem SoTV-Kanal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen. Oder wir werden auch zwischenzeitlich mal auf einen Zweitkanal von mir live gehen. Oder auch nicht. Vielleicht ist es ja auch dieser Kanal hier. Wer weiß. Schauen wir mal. Ah, da war meine driftende Kurve dabei gewesen, meine lieben Damen und Herren hier. Ja, was haltet ihr von der Qualität des Bildes und des Tones? Das möchte mich gerne mal interessieren, denn ich habe eine Folge eines Agenten aufgenommen gehabt, eine Agentenmission. Hinterher habe ich gesehen gehabt, scheiße, die Aufnahme war ja völlig lost. Habe ich mich wahrscheinlich völlig mal in den Einstellungen vertan und bin völlig am Ziel hinausgeschossen. Und das waren 360p, sage ich jetzt mal so, noch gut gewesen. Ach, das waren noch Zeiten, ey. Daran kann ich mich noch entsinnen. Jeder war dann froh gewesen, wenn er 480p damals bei YouTube einstellen konnte. Mittlerweile ist das alles in Vergessenheit geraten. Wenn du dich an diese Zeit noch erinnern kannst oder so, dann wäre ich mal sehr interessiert daran. Gut, ich weiß, mich interessieren so viele Sachen. Ihr sollt so viel in die Kommentare reinschreiben. Demzufolge. Ja. So. Mal sehen, was wir in dieser Folge für eine Platzierung hier erreichen werden. Ich hoffe, du hast dir die letzte Folge ansehen können. Ich denke mal, es wird eine separate Playliste geben fürs. Na, ich weiß nicht, ob wir wirklich. Nee, das machen wir nicht. Extra eine Playliste nur für Stuntrennen, das wäre ja Blödsinn. Da müsste ich ja auch Kontaktmissionen, Lester-Missionen und auch alles einzeln machen. Nee, so fangen wir gar nicht erst an. Wir bleiben bei GTA 5 Online und ja. Online-Dings und da wird das halt dann einfach fortgesetzt. Ich weiß nicht, machen wir wirklich Stuntrennen-Folgen? Also nur Stuntrennen-Folge 1, 2, 3. Oder Stuntrennen Folge 3 oder Stuntrennen Folge 4 oder irgendwas. Was machen wir da? Das würde mich gerne mal interessieren. Würde ich mal sagen. Naja, müssen wir uns wieder einmal mit dem Platz vergnügen. Würde ich mal grob behaupten. Ach, Mann, ey. Mann.
Fällt mir nicht. Man kennt ihn bekannterweise. Hier hat einer 1000 gewettet, hier hat einer 900 gewettet. Ja. Ich versuche einfach mal jetzt einen anderen Job zu starten und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge oder auch nicht. Packen wir jetzt noch irgendwas hier rein? Ich weiß es nicht. Wäre halt auch schon zu lost, wenn wir jetzt wirklich nur eine Folge oder nur Stand drin machen würden. Ich meine, das wird ja auf Dauer gesehen auch immer langweilig.